Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Earmore der M20 In-Ear Gehörschutz. Kürzlich haben wir euch von Earmore das taktische Gehörschutzsystem, das neue, vorgestellt, mit Helmhalterung, auch mit neuer Technologie. Jetzt kommt von Earmore auch ein In-Ear-System. Das ist das M20 und das ist ein aktives Gehörschutzsystem. Erstmal für euch zur Info, wenn ihr das nicht wissen solltet, was ist der Unterschied zwischen passiv und aktiv? Passiv, ganz einfach, wenn ihr am Bau arbeitet und euch diese gelben Stöpsel reinmacht oder wenn ihr auf ein Konzert geht und euch da so Bäumchen reinmacht, das ist ein passiver Gehörschutz, irgendwas, was den Gehörgang verstopft und damit dann natürlich auch das Gehör schützt. Ein aktives Gehörschutzsystem wie das oder das, die haben ein eingebautes Mikrofon, das heißt, die Umgebungsgeräusche werden erstmal verstärkt, also man hat auch ein besseres Hören bei lauter Umgebung, sage ich mal. Und ab einer bestimmten Grenze machen die einfach dicht. Das heißt, ein Schussknall oder eben auch ein ganz lautes Geräusch. Ab dem Moment, wo das definiert ist in dem Gehörschutzsystem, gibt es den Cut und damit wird euer Gehör geschützt, damit es nicht darüber hinaus belastet wird. Das In-Ear M20-System kommt hier in einer kleinen Transportbox, die gleichzeitig auch eine Ladebank, also eine Powerbank ist. Das heißt, wenn ich die M20 benutzt habe, kann ich sie danach wieder hier hineinstecken. Und dann seht ihr auch schon in der Mitte, geht dann hier ein Ladebalken an. Der ist jetzt hier bei 4, das heißt, die Powerbar unten drunter ist fast voll. Und damit werden die dann geladen und dann kann ich sie hier schließen, die Box, und kann dann da mein System wieder aufladen. Die Batterielebensdauer beträgt bei den beiden kleinen Babys hier 8 Stunden. Das ist eigentlich genug, unserer Meinung nach. Wenn man auf der Range 8 Stunden lang unterwegs ist, dann sollte das eigentlich passen. Und was hier auch nochmal hervorzuheben ist, ist das Zubehör, was Earmore euch damit liefert. Ihr seht, ich habe jetzt hier gerade diese kleinen Bäumchen aufgesteckt. Die kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr auf Konzerte geht oder sonst irgendwo unterwegs seid. Ganz einfacher, wie beim passiven Gehörschutz auch, nur dass hier natürlich hinten dran eine Elektronik ist. Das wäre die kleinste Größe, die es gibt. Dann gibt es von Earmore hier noch mit dabei eine mittlere Größe und eine große Größe. Und einmal diese hier. Das sind ja auch so Schaumstoff-Inserts, die man aufbringt. Die knetet man dann ganz klein zusammen und drückt die rein. Unserer Erfahrung nach haben wir mit den Bäumchen draußen recht gute Erfahrungen gemacht. Also das funktioniert, wenn ich im Outdoor-Einsatz bin, mit den Bäumchen recht gut. Indoor ist das nicht ausreichend, da sind wir der Meinung, da solltet ihr auf jeden Fall hier mit den Schaumstoff-Einsätzen arbeiten. Einfach, weil dann der Gehörgang nochmal besser abgedichtet ist. Diese Einsätze werden hier nicht aufgesteckt, sondern aufgeschraubt. Habt ihr ein kleines Gewinde, da kommen diese Aufsätze dann drauf. Und dann habt ihr hinten dran nochmal eine Muschel, sage ich mal, oder einen Bügel, der hier ins Ohr reinpasst. Ich zeige euch das gleich noch, wie das angelegt wird. Diesen Einsatz kann ich auch nochmal entfernen, was natürlich einmal zum Reinigen super ist und zum anderen, um die Größe anzupassen. Nicht jedes Ohr ist gleich. Das ist beim In-Ear natürlich eine ganz wichtige Sache, dass es möglichst anpassbar und modular ist. Da habe ich hier diese Größe, dann habe ich hier nochmal eine Größe oben drüber. Und dann nochmal eins, wo der Winkel auch nochmal ein bisschen angepasst ist. Also das sollte auch für jeden Blumenkohl was dabei sein, sage ich mal. Und zusätzlich habt ihr hier nochmal eine Lasche. Die könnt ihr dann einfach hier dazwischen packen. Das heißt, ihr macht die da dran. Dann schraubt ihr euren gewünschten Aufsatz auf. Dann legt ihr das einmal um den Hals. Und dann könnt ihr das hier einsetzen. Und dann könnt ihr, wenn ihr die nicht im Einsatz habt, könnt ihr die einfach hier locker um den Hals tragen. Beim Case habt ihr hier auch nochmal für diese Schnur oben 2 Haken. Das heißt, wenn ihr den Tragegurt angewandt habt, dann könnt ihr das hier einsetzen und dann die Leine oben oder den Lanyard hier einmal oben abwickeln, damit das dann nicht blöd in der Kiste rumbaumelt. Und dann könnt ihr das hier an der anderen Seite auch nochmal festmachen. Habe ich jetzt ja gerade nicht gemacht. Und dann ist alles sauber verstaut. Wasserdicht sind sie auch, zumindest spritzwassergeschützt nach IPX4. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Info, falls ihr damit vorhabt, draußen im Regen zu schießen. Die Powerbank selbst wird mit USB geladen. Da ist ein kurzes Kabel dabei, kein Stecker, aber das sollte ja inzwischen in jedem Haushalt vorhanden sein.
So viel zum Lieferumfang. Zum Einsetzen geht ihr einfach her. Bei den Tannenbäumen ist es ganz einfach. Die drückt ihr einfach ins Ohr. Die Schaumstoffeinsätze, die müsst ihr wirklich so ein bisschen kneten und klein drücken, zusammendrücken, dass die wirklich ganz schmal werden, möglichst weit in den Gehörgang reingehen und die falten sich dann innen drin auch wieder auseinander. Hier geht ihr einfach her, setzt das in euer Ohr ein, hängt dann den Bügel oben in den Bereich hier, wo das Ohr sitzt und dann könnt ihr die Systeme einschalten. Das passiert einfach, indem ihr lange auf den Power-Knopf drückt. Ihr kriegt das dann bestätigt mit einem kurzen Piep. Und dann ist das Gerät an. Das würde auch piepen, wenn die Batterie zu Ende geht. Dann kriegt ihr auch nochmal eine Information. Und hier habt ihr jetzt nochmal zwei verschiedene Modi, Indoor und Outdoor, wo ihr die Lautstärke dann anpassen könnt. Also tatsächlich finde ich, dass es bei dem System, gerade auch jetzt mit den Tannenbäumen, hat man ein sehr natürliches Sprechen. Ihr kennt das ja sicher, wenn ihr euch die Ohren zuhaltet oder so ein In-Ear-System nutzt, was passiv ist, dann habt ihr immer dieses, ihr hört euch selber so dumpf reden, das kennt man ja. Und das hat man hier tatsächlich relativ gut hinbekommen mit den Tannenbäumen zumindest, also im Außenschießbetrieb, sage ich mal, dass man sich selber nicht sprechen hört. Und das hat natürlich dann auch wieder den Vorteil, dass man nicht automatisch ein bisschen lauter redet, wie man das normalerweise macht, wenn man die Ohren zugestopft hat. Man hört sich selber und dann denkt man, man muss sich auch noch übertönen und redet immer lauter. Und das hat man hier natürlich besser hinbekommen. Nach einigen Tests mit dem M20 Gehörschutzsystem von Irmoor können wir sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So günstig ist im aktiven In-Ear-Bereich eigentlich niemand. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, da würde ich mich wohl mitfühlen, wenn ich 8, 9, 10 Stunden auf der Range bin und schieße. Aber gerade wenn ich das mir in die Tasche stecke und immer dabei habe, ja, und dann wirklich mal einen Gehörschutz brauche, um mal für eine Stunde oder zwei damit zu schießen, dafür sind sie perfekt. Also tatsächlich ein sehr, sehr gutes System. Die Dämpfung ist mit denen hier Indoor auf jeden Fall gegeben, bei den Tannenbäumen für draußen, alles richtig gemacht. Das M20-System von Irmoor bekommt ihr bei Best Protection, der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr vielleicht das System auch schon im Einsatz oder nutzt ihr ein In-Ear-System von anderen Herstellern? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, Luck. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.